Veränderung ist etwas, was Gott in unser Leben gelegt hat. Wir sollen nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Es gibt immer dieses Mehr bei Gott. Wir haben diesen Spruch immer auf jedem Clip und auf unserer Webseite: Gott hat mehr für dich. Und das stimmt. Es gibt immer mehr bei Gott. Ich habe gelesen vom Volk Israel, als es durch die Wüste zog und sie hatten diese geniale Erfahrung gemacht, dass sie durch das Rote Meer kamen. Der Weg war vorbereitet gewesen und dennoch, als es zu Prüfungen kam, als es nicht so lief, wie sie dachten, da klebten sie an diesen alten Dingen fest, an dem, was sie in Ägypten hatten. An den Dingen, die sie früher also belastend empfunden hatten, dahin wollten sie wieder zurück. Das hat mir gezeigt, dass es in unserem Leben auch oft so ist, dass wir an alten Dingen kleben, an alten Vorgängen, an alten Beziehungen, an alten Sachen, die einmal in unserem Leben bestimmend waren, aber wo der Herr uns rauslösen möchte, wo er uns in etwas Neues bringen möchte. Veränderung, das ist ein Prozess. Das ist etwas, was wir mit dem Herrn wirklich durchgehen können. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ganz neu diese Veränderung von Gott annimmst und dass du im Gebet diese Veränderung wirklich begleitest, dass du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, dass du sagst: Herr, ich weiß, dass du dabei bist. Herr, mit dir werde ich in den nächsten Schritt gehen. Herr, mein Vertrauen ist auf dich gesetzt. Herr, ich weiß, dass du mehr für mein Leben hast. Herr, du wirst mir die Kraft geben, dass ich diesen nächsten Schritt nehmen kann. Und du wirst mir helfen, dass ich die alten Dinge hinter mir lassen kann. Veränderung ist etwas, was Gott in unser Leben gelegt hat, was wir nicht ablehnen sollten. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und es auch zu vielleicht Umständen kommt, die uns nicht gleich so gefallen, wenn es zu Hürden kommt, wenn es zu Dingen kommt, wenn Menschen gegen uns stehen, wenn irgendjemand etwas sagt, was wir nicht gut finden, wo es in uns wirklich da eine Reaktion gibt, dann bleib trotzdem dabei, dass du sagst: Herr, ich gehe mit dir diesen Schritt weiter. Ich werde diese Umstände überwinden. Ich werde das Alte nicht wieder an mich drankommen lassen und das Alte darf das Neue nicht bestimmen. Ich wünsche dir, dass du in diese Position kommst, zu erwarten, dass Jesus mit dir in dieses Neue geht. Dass du erwartest, dass der Heilige Geist dich lehrt, dass er dich führt, dass er mit dabei ist. Und dass du ganz neu mit Jesus dieses vertrauensvolle Verhältnis, dieses Wagnis eingehst, dass er in diesem Neuen ja bei dir ist. Ich wünsche dir, dass du erfährst: Gott hat wirklich mehr für mich.